Hallo zusammen und es geht weiter mit Ghost Recon Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Den Bodyguard von Stephanie Burgess, diesen Karel Sekulic, habe ich nun gefunden. Und ich habe mit ihm einen Deal. Er hilft mir weiter, wenn ich ihm helfe zu verschwinden. Er ist ja bekanntlich auch ein hoher Wolf-Kommandant. Und von den Wolves haut man ja nicht einfach so ab. Daher müssen wir jetzt seinen Tod vortäuschen. Um das zu tun, muss ich hier in ein Kraftwerk eindringen und das scheinbar zerstören, in die Luft sprengen, was auch immer. Die Infos bekomme ich dann, wenn ich vor Ort bin. Ich habe jetzt die Schnellreise gewählt, weil ich keine Lust habe, durch den See zu schwimmen und dann eventuell auf der anderen Seite nicht mehr runterzukommen. Sieht ja nach Staumauer aus. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Dann laufe ich halt die paar Meter noch. Ich denke, das ist deutlich einfacher. Obwohl, wenn ich das gerade sehe, wahrscheinlich hätte ich von oben runterrutschen können. Egal. Da kommt Ärger auf uns zu. Ich wäre soweit.
Ist auch klar, dass so ein strategischer Punkt schwer bewacht ist, zumal das ja auch sicherlich eine der schwierigsten Missionen in dieser Episode 2 sein könnte. Immerhin ist Karel ein hochdekorierter Wolf und ja, wer weiß, was da drin noch auf mich zukommt. Ich nehme mal an, ich muss jetzt mich von außen nach innen vorarbeiten und dann meine Taten vollrichten, die ich dann auch zu verrichten habe. Das weiß ich ja noch gar nicht so ganz genau. Ich vermute mal, ich muss das Ganze hier in die Luft sprengen, denn ich soll ja den Tod von Karel vortäuschen. Und das geht ja nur, wenn er irgendwie verbrennt oder so unkenntlich gemacht wird, dass er nicht mehr identifizierbar ist. Entdeckt.
Feinden, den ihr seht! Schnell! Sicher seid, hier gibt es langsamer. Feinde in Reichweite. Alles klar. Sie haben das Funkgerät? Sie wissen das? Ich beobachte Sie natürlich. Ich lasse Sie das doch nicht ganz alleine machen. Okay, also was muss getan werden, bevor wir das Ding in die Luft jagen? Naja, ich habe zwei Sachen auf der Liste. Als erstes müssen Sie die Besucherliste fälschen und meinen Namen eintragen. Außerdem
müssen Sie den Ausfallschutz der Transformatoren deaktivieren. Die Reihenfolge bleibt Ihnen überlassen. Okay. Übrigens, wessen Funkgerät ist das? Meins. Aber keine Sorge. Der Kanal wird von niemandem aus meiner Einheit benutzt. Wäre nicht gut, wenn Sentinel in der Leitung hängt. Wir können uns nicht erlauben, dass die mithören. Es ist alles vorbereitet. Muss ich noch was wissen, bevor wir die Eisdiele in die Luft jagen? Nein. Sie dürfen loslegen.
Gut, ich habe bei Ihrem Problem geholfen. Helfen Sie mir jetzt bei meinem? Sparen wir uns das Geplänkel, okay? Ich bin der Leiter der VIP-Security von Claw und der taktische Berater des Strategen. Ich war Berater für geheime Spec-Ops-Taktiken. Möglicherweise war einer Ihrer Freunde involviert. Meides? Kann sein. Wer es auch war, musste ein paar unangenehme Verhöre ertragen. Sehr unangenehme. Wo kann ich ihn finden? Ich schicke Ihnen die Details und alles, was ich über die Festung des Strategen weiß. Aber, und das kann ich gar nicht genug betonen, versuchen Sie nicht dort einzudringen, bevor Sie alles über Claw wissen. Verstanden. Dankeschön. Stephanie und ich wollen uns bald in der Wildnis treffen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Wenn Sie da sind, werden Sie alle versprochenen Infos erhalten. Danke. Ich bin gespannt. Seien Sie vorsichtig. Es geht also noch weiter. Ich sag aber erstmal danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.